Da haben wir ein Schwimmbiotop. Ich glaube, es ist der erste im Vorarlberg gewesen. Ich habe ihn jetzt schon bereits 25 Jahre. Hier das System selber entwickelt. Mittlerweile übernehmen ziemlich viele Teichbauer das System. Und zwar habe ich das mit Holzwand abgrenzt. Und da kann man eigentlich das billigste Holz nie, ohne es gibt, da kann ich ein Käferholz nie. Da brauche ich jetzt keine Lehre oder was Gott weiß, sondern das spielt keine Rolle. Wenn das Holz unter Wasser ist, dann kann es nicht faulen. Das Problem beim Holz ist all, wenn man Pfeil hernimmt, wo Tag und Nacht ist, wo Feuchtigkeit ist und wo Trockenheit ist, dann können Mikroorganismen das zersetzen. Aber unter Wasser passiert gar nichts, also hebt das typisch gesagt ewig. Ist eine ganz billige Methode. Ich habe so das Loch ausgehoben, eine Folie reingelegt, die Holzwand reingezimmert. Aber da muss man berücksichtigen, Holz, das haben wir lange überlegt, wie ich das machen kann. Holz ist die Hälfte leichter wie Wasser, das schwimmt. Oder? Und dass die Kiste noch nicht aufkommt, oder? Jetzt müssen wir das irgendwie anbesetzen. Die Folie kann es nicht verankern. Da sind Löcher in der Folie und dann ist der Teil dicht. Jetzt habe ich überall so Holzriegel reingemacht, seitlich und hinter. Und Vorsprung raus ist da lassen, über Decker. Und dann mit Steuer das Ganze beschwert. Und so drückt das das ab. Und dann haben wir den Stärk drauf bauen. Und das sind jetzt mittlerweile schon 25 Jahre. Lediglich der Stärk habe ich schon zweimal erneuern müssen, weil die Bretter dann irgendwann einmal verfault sind, weil sie aber im Freien sind. Das Wasser grundsätzlich ist ja so, das muss all dem bleiben, das darf man nicht austauschen. Da ist ja natürlich das Zooplankton drin. Und wenn ich das austausche, dann nehme ich am Rad jetzt das aus und wieder mit frischem Füllen, dann muss ich das wieder neu aufbauen. Da sind ein Haufen Mikroorganismen drin und vor allem auch sehr viele Nützlinge, auch, wo man jetzt zum Beispiel, gerade speziell, wenn man jetzt sieht, wegen der Muckerplage, da sagen viele, ich gehe keinen Teich, da will ich einen Haufen Mucke. Das stimmt nicht, weil da sind Rückenschwimmer drin, Wasserläufer, Libellenlarven, Teichmilch zum Teil auch. Es sind einige, die sind sich nicht amarant, die sind in der Naturzone drin. Und da muss man auch keine Angst haben beim Baden, dass da irgendwelche Viecher um die Arme schwimmen, die Flüche in die Natur raus. Und die Naturzone ist natürlich auch ganz wichtig wegen der Regeneration. Die Pflanzen ziehen Nährstoffe dem Wasser. Und das ist sehr wichtig, dass, man, dass die Nährstoffe entzogen werden und dass dann nachher wird das irgendwann wieder im Frühjahr dann wieder abgemäht. Das Ganze, die Schilfzone und die verschiedenen Sachen, lasse ich auch bewusst über den Winter stehen, weil da sind Samen stehen da mal für die Vögel, für die Nützlinge, dass die ein Nahrungsangebot haben im Winter auch. Man sollte gerade im Herbst, das wäre auch wieder ein Thema, nicht den Garten geschniegelt machen und alles sauber abrummen und entfernen, sondern man muss die Samen stehen stehen lassen. Und dann kann man das, dann haben die Viecher auch noch etwas und das ist so sehr dekorativ über den Winter, wenn so zum Beispiel ein Raureif auf den Stängel gekommen ist und so, das schaut dann auch noch schön aus. Hier das Wasser untersuchen lassen, vor 4-5 Jahren beim Land und da habe ich den Befund, einwandfreies Trinkwasser, keine Keime. Also es ist hervorragend, darum man das jederzeit trinken ist kein Problem. Aber wichtig, das Wasser nicht austauschen, was ich lediglich tue, ist da jetzt hier das nicht, jetzt hat es gerade wieder fest gewittert über die Nacht. Der Boden irgendwann einmal absaugen mit einem Wasserstaubsauger, weil da setzt sich so Sedimente ab, oder? Vom Blütenstaub, vom Laub und Tür ist das eh ziemlich. Haben wir auch viel so Sahara-Sand und Zeug hier mit den Lüften, wo eine Säureallergie hat, ist sehr viel gehabt. Und das setzt sich natürlich ein bisschen ab und das macht sich dann mitunter, aber das ist überhaupt kein Problem. Wenn jetzt auch einmal ein bisschen Algen wachsen, das gibt gute und schlechte Algen. Schlechte Algen werden die Fadalgen, wenn alles zu trüb ist und man sieht nur mal ab. Das wäre dann ein Problem, weil dann tut das Wasser zu groß erwärmen und wenn das Wasser zu warm wird, dann gibt es einen Sauerstoffmangel. Und Sauerstoff ist natürlich ganz wichtig für die Pflanzen weil das, oder für die Wasserqualität, dass er nicht kippt.